Moin Leute und willkommen zurück zu Enderal. In der letzten Folge, tja, sind wir hier noch im Flüsterwald angekommen. Hier haben sich einige merkwürdige Ereignisse zugetragen. Hier vorne mit diesem verrückt gewordenen, den Dunvar denn einfach mitten in unsere Gruppe rein abgeschossen hat. Und, roten Wahnsinn hier, denn sind hier überall so eine Zauberbäume und solche Pilzsporen, die unser Arkanistenfieber massiv in die Höhe treiben. Und naja, Dunvar, der hat sowieso einen am Helm. Wir müssen hier schon sehr aufpassen, auf jeden Fall. Ein paar Tränke, warum nicht? Und ja, wie gesagt, ich bin schon mal sehr gespannt, wie das hier noch weitergeht. Eiterkäfer sind hier auch. Die scheinen auch recht gefährlich zu sein. Viel Baldriswurzel wächst hier. Chalata Shira, was? Ist das eine Falle? Glimmerstaub, Glimmerstaub, Glimmerstaub. Ja, nur Drogen, ey, weißt du? Das, was die Leute am wenigsten gebrauchen können. So, Meister, gehst weiter, oder? Vor allen Dingen, wieso müssen wir die Prüfung in so einem abgedroschenen Gebiet machen, ey? Ich gehe mal hier gucken, ne? Das ist der Ritualplatz da, oder wie muss ich mir das vorstellen? Sieht so aus, ne? Irgendwie? Das ist er. Der erste Stützpunkt. Hier haben Malfas Vasallen, als sie nach ihrer langen Reise an Land gegangen sind, Lager errichtet. Benehmt euch also entsprechend. Auch ihr, Wunderkind. Okay. Malfas zum Gruß. Ja, dann geh hoch da. Zeig uns mal die Bude hier. Hallo? So, ich wurde hier hingeschoben. So, bevor wir beginnen, gibt es noch etwas, das ich euch mitteilen muss. Etwas, Wichtiges. Die Gerüchte um den Tod der Lichtgeborenen, sind wahr. Bitte? Die Götter sind tot. Seit mehr als zwei Wintern schon. Der Orden weiß schon lange davon, enthält aber dem gemeinen Volk die Kunde vor. Aber nun, wo ihr drei, die heilige Prüfung ablegen wollt, führt kein Weg mehr an der Wahrheit vorbei. Aber wie kann ein Gott sterben? Seit der ersten Offenbarung der Lichtgeborenen gab es auch eine Prophezeiung, in der von einem Schattengott die Rede ist, der ihre Herrschaft beenden wird. Und sie hat sich bewahrheitet. Es tut mir leid. Es tut euch leid? Ihr sagt uns, dass die Götter nicht mehr sind und es tut euch leid? Was kommt als nächstes? Dass die Sonne aufhört zu scheinen? Sagt, dass das eine Prüfung ist, Meister. Das ist es doch, oder? Eine Prüfung unseres Glaubens. Ist es nicht. Die Götter sind nicht mehr. Aber so schwer es auch sein mag, wir können uns keine Sinnkrise leisten. Wir? Es gibt etwas was anderes. Was ist denn schon noch wir? Der Orden der Götter, Malfas Orden, wurde geschaffen, um die Lichtgeborenen zu schützen. Und wenn das, was ihr sagt, diese Blasphemie wahr ist, dann sind wir bedeutungslos. Wir haben versagt. Versteht ihr denn nicht? Er geht total ab. Beim Schwarzen Wächter, ich kann das einfach nicht glauben. Und bin ich auch nicht vor euren Augen, lebt stets meine Tugend. Buch 12, Vers 93. Ich weiß, es ist schwer, aber wenn das wirklich stimmt, müssen wir Stärke zeigen und an die Idee glauben, für die die Lichtgeborenen standen.
nämlich der Idee von Frieden und... Ach, halt dein Maul, Sakharesh! Du bist doch der Beweis dafür, dass es mit dem Orden bergab geht. Meinst du, ich weiß nicht von dem Dorf? Du bist eine verfluchte Hexe. Und deinesgleichen hätte man früher ans Kreuz genagelt. Du weißt nicht, was du da sagst. Genug jetzt! Wir sind alle auf derselben Seite. Sind wir nicht! Dieses Weib hat kein Recht, die weißen Gewänder zu tragen. Und wenn ihr den heiligen Versen mehr Aufmerksamkeit widmen würdet als eurer Schnapsflasche, dann hättet ihr das schon lange erkannt. Aber nein, ihr! Schweig! Ich schwöre dir, noch ein Wort! Und du wirst dir wünschen, ich hätte dich nur suspendiert! Aber... Nichts aber! Halt einfach mal dein verdammtes, vorlautes Maul! Hast du mich verstanden? Ja. Den ist schon längst rausgeschmissen. Ich hoffe es. Deinetwegen. Sei froh, dass wir jetzt mehr denn je fähige Magier brauchen. Sei einfach froh! Den hätte ich rausgeschmissen. Genug davon. Unser Verhalten entweiht diesen heiligen Ort. Nach der Prüfung bleibt genug Zeit für Sinnkrisen und Depressionen. Los, rezitieren wir die heiligen Worte. Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont. Dein Name ist mein Sakrament. Und deinen Pfad will ich ehren, im Leben und im Tod. Möge dein Licht mich leiten. Gut. Wie ihr schon wisst, werden in dieser Prüfung sowohl die Standhaftigkeit eures Geistes als auch eure Gabe, euch selbst zu hinterfragen, getestet. Behaltet das im Hinterkopf. Jetzt trinkt den Trank, den ich euch gegeben habe. Ihr zuerst, Wunderkind. Hoffen wir, dass der Großmeister mit seinem Glauben an euch recht behalten wird. Ja, moin, Alter. Ja, da sind wir gleich down gegangen. Boah, da bin ich ja mal gespannt, was das jetzt hier für eine Prüfung ist. Boah, in so einem Kerker, gerne, nie in so einem Verlies. Was? Noch ein Johnny? Wo kommt der denn her? Oh nein, 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 nein. Ich wusste, dass ich nicht der Letzte sein würde. Haben sie euch auch die Mären von dem Geist des Hüters erzählt? Sie haben euch eine Falle gestellt. Und ihr seid hineingetappt, weil ihr euch von eurem Übermut habt blenden lassen. Oh, beim rechten Weg, nimmt das denn nie ein Ende? Wann wird sich der Unterdrücker jemals zufrieden geben? Aixon? Ihr seid nicht real, nicht wahr, das spüre ich. Eine jammernde Illusion? Nicht sehr überzeugend. Glaubt ihr, ich weiß nicht, dass ihr ein Hirngespinst seid? Schwindet. Ich weiß, dass ich nicht real bin. Zumindest nicht nach eurer Definition des Wortes. Aber was ist denn schon Realität? Wenn ich euch sagen würde, dass ihr in Wahrheit mit eurem Freund Sirius zusammen tot auf dem Meeresboden liegt und alles bis zu diesem Punkt... Eure Reise nach Ark, die Suche an der Sonnenküste, nur ein Traum ist. Könntet ihr den Unterschied erkennen? Die Antwort ist nein, denn ihr wollt nicht tot sein. Und deshalb würdet ihr alles daran tun, diesen Traum als Realität zu verteidigen. Ja, das stimmt. Aber wie sollte ich träumen können, wenn ich in Wahrheit tot bin? Das ergibt doch keinen Sinn. Was bedeutet schon Zeit für die Toten? Die letzte Sekunde, bevor eure Lunge zerreißen könnte. Jener letzte kleine Moment allein könnte euch hier als Ewigkeit erscheinen. Aber was rede ich da? Ihr seid stur und euch zu überzeugen ist mühselig. Ich bin ohnehin nur ein Auge. Nun lasst mich alleine, bevor wir den Unterdrücker noch weiter erzürnen. Er mag keine Worte. Er mag das Schweigen. Wer ist dieser Unterdrücker? Der Grund dafür, dass wir hier für immer gefangen sind. Dass uns der Zugang zu unseren Gefühlen und Wünschen fehlt. Es ist sein Ziel, dass wir die Hoffnung verlieren, dass wir aufhören zu glauben. Aber kann es sein, dass ich genau das tun muss, um mich von den Träumen der Vergangenheit zu lösen? Aufgeben? Wer sagt mir denn, dass sie mehr waren als Träume, die ich schon damals mit neuen Träumen begraben habe? Aber nein, noch bin ich nicht so weit. Noch hat er mich nicht gebrochen. Es ist menschlich, an der Hoffnung festzuhalten. An dem Glauben, dass ein Wunder geschieht, das uns befähigt, dem Schmerz ein Ende zu bereiten. Also warte ich und ihr mit mir. Für immer.
Okay. Alter, wir haben nichts im Inventar. Meine Magie habe ich aber schon noch, ne? Boah, ich bin erschrocken gerade, ey. Steht der auf? Was zum... Wie habt ihr das gemacht? Das wüsste ich selbst gern. Ihr habt sie einfach geöffnet. Aber das ist doch gar nicht möglich. All die Jahre hat sie mich gefangen gehalten und ihr... Ich kann das einfach nicht fassen. Wir müssen uns ansehen, was draußen ist. Wir werden nicht weit kommen, aber dennoch, wir müssen es sehen. Kommt, geht vor. Ach, das war eine Tür. Das habe ich als solches, habe ich das gar nicht erkannt. Benötigt einen Schlüssel? Benötigt einen Schlüssel? Steht auch wieder einer. Verführerin? Ey, sag mal, was ist denn das hier, Alter? Gott sei Dank wird er mir als Gegner angezeigt. Wieso schwebt hier ein Stuhl? Und was klingelt der denn die ganze Zeit? Bei den Göttern. Das sind die Geißeln des Unterdrückers. Sie sind gekommen, um uns zu bestrafen. Okay. Dieses Klingeln hier, das macht mich ganz wahnsinnig. Ich denke immer, das sind denn Seelen, aber das kann ja wohl, das kann ja auch nicht sein, ne? Jetzt geh aus dem Weg, du Affe, ey. Irgendwie nervt der mich. Scheiß voll der Kammer hier, ey. Was soll denn, Alter? Da ist noch. Na, warte mal, hier waren. Oh. Beschriftetes Papier. Lass uns der Stille lauschen. Was treibt dich wirklich an? Wer bist du? Wer bist du, seit du Enderal betreten hast? Du bist jetzt das Gegenteil von dem, was du wirklich bist. Lehrreich, stark, mächtig. Jemand von Bedeutung, kurz gefasst, der Prophet. Du hast dir eine Geschichte, ein Märchen konstruiert, ein Märchen davon, wer du sein willst. Und du hast genau die Menschen getroffen, die dir genau das bestätigen. Das war dir doch das Wichtigste, oder? Du hast jemanden gefunden, der dein Märchen glaubt. Merkst du es nicht? Du bist einfach falsch. Alles an dir ist falsch. Du bist erbärmlich, weißt du das? Was würde Sirius dazu sagen? Du bist erbärmlich, wie unsere Lebensspender an dieser Stelle sagen würden. Einfach erbärmlich. Das ist aber nicht nett.
denn das hier? Überall Tote, Alter? Denn her? Gar nicht gesehen. Ist auf jeden Fall noch ein Gegner. Vor allen Dingen, wieso wird er denn nie angegriffen? Was ist denn das für ein Quatsch hier? Alter, wieso sind hier denn überall Leichen, Junge? Genesungstrank, beschriftetes Papier. Hier wieder das. Wollen sie uns wieder erzählen, dass wir scheiße sind? Okay, da ist also ein Raum. Ne, von hier sind wir ja gekommen, ne? Es ist so kalt hier und so bedrohlich. In der Zelle war es viel schöner. Vielleicht hätten wir nicht gehen sollen. Vielleicht war das ein Fehler. Was redest du? Wir müssen doch rauskommen hier, Mensch. Wenn wir nur stehen bleiben, kommen wir doch nicht raus, Mensch. Was erzählt der? Der ist, glaube ich, geistesgestört. Zielt der, Alter, eine Zelle bleiben. Ja, eine Zelle, da versauere ich, Mensch. Oh, hängt einer, ey. Boah, ich mach mal ein Safe hier. Steht immer. Oh, ups. Oh. Entschuldigung. Wir können nicht entkommen. Aber zumindest einmal einen Blick hinauswerfen. Das ist doch kein Verbrechen, oder? Ey, sorry, dass ich dich gerade getroffen habe. Hängemoos? Hoffnungslosigkeit? Panik? Was hängt hier? Zweiflung? Krass, was ist das für ein Ort hier? Oh, ganzen Schädel, ey. Wie doll denn, ey. Wow, von der Stimmung her richtig geil gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst hier, ne? Muss ich ja sagen, also ein bisschen Schiss habe ich hier schon. Waren wir hier nicht schon? Alles ähnelt sich so, das ist ein verfluchtes Labyrinth. Beim rechten Weg. Wir hätten die Zelle niemals verlassen sollen. Immer mit seiner Zelle hier, Alter. Hätten die Zelle nie verlassen sollen, ja, und denn? Bringt uns auch nichts, kommen wir auch nicht weiter.
noch mehr Zellen. Und sie sind alle leer. Wahrscheinlich waren ihre Insassen Leute wie wir, die zu leichtsinnig waren, um ihren Platz zu kennen. Jetzt sind sie tot. Einfach aufgelöst. Oh, bei den Göttern. Wir hätten das alles niemals tun sollen. Niemals! Genesungstrank. Oh, Krustenbrot. Ich glaube, wenn das so klingelt, dann kommen immer diese komischen Geister, ne? Oder was ist da? Alter Kollege, ey. Der nervt, finde ich, ganz schön. Aber einmal habe ich ihn ja schon ausgeschaltet. Aber das hat ja nichts gebracht, wie ihr gesehen habt. Was? Party? Oh, krass. Party, ich fass es nicht. Von unserem... Vom Einstieg von in dem Spiel von Enderal, wo wir noch ein Kind waren, wisst ihr? Der hat ja anscheinend auch irgendwie am roten Wahnsinn gelitten oder so. Okay, hier ist ein Dings. Ein Tor. Reue? Das ist doch eine Falle, ey. Da sind doch hier so eine Löcher im Boden. Überall diese schwebenden Stühle, ey. Ich will den Schädel da nicht runternehmen. Weil da kommen bestimmt hier irgendwelche Pieker raus oder so. Oh. Warte mal, haben wir irgendwas im Inventar, was wir tauschen können? Nicht so richtig, ne? Vielleicht muss man da irgendeine Flasche oder sowas raus. Aber habe ich nicht eine Weinflasche eingesammelt? Nee, habe ich mir eingebildet. Hier ein Kelch und nehmen wir noch einen Korb mit. Mal gucken, vielleicht, dass wir das irgendwie austauschen müssen oder so. Das sieht mir hart nach Falle aus hier. Ich mache mal einen richtigen Save. Wo ist der Typ jetzt? Da. Ja, seht ihr? Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Ich kann da nichts raufpacken, also... Hm. Wir haben nicht genügend Mana dafür. Wie viel braucht das denn? Ah doch, ist alles. Es heilt uns aber nicht. Na schade.
Alter, was ist mit dir, Mann? Das kriegst du mir immer so auf. Da ist ein Schlüssel auf jeden Fall. Ja, genau, Alter. Nimm mal runter da den Schlüssel, wenn du da schon durchgekommen bist. Wie kommt er da bitte rein? Wie müssen wir das... Warte mal, habe ich nicht Telekinese? Ja, Kollege, Schlüssel zur Freiheit. So, wir sind frei, komm! Boah, was ist jetzt? Oh nein! Dem seltsamen Ort entkommen? Wie? Was? Jetzt sind wir wieder beim Anfang, oder? Nee, warte mal. Aber das ging doch nicht. Oder muss ich den platt machen? Ich meine, der geht mir eh auf die Nerven, ne? Weil der uns immer reinquatscht von wegen, ja, und wir hätten niemals aus der Zelle ausbrechen dürfen. Doch, hätten wir. So, so. Ihr habt es also begriffen. Ich bin das, was euch an diesem Ort hält. Aber war es einfach blinde Wut, die euch hat handeln lassen? Oder habt ihr wahrhaftig verstanden, wer ich bin? Was euch antreibt und eure Taten bestimmt? Das Salz zerfrisst eure Haut und das Wasser in euren Lungen ist kalt. Wann werdet ihr endlich finden, wonach ihr sucht? Okay. Krass, was ist das für eine Wendung? Also doch den umlegen? Das ist doch unsere Vergangenheit, die da spricht, oder nicht? Da ist Jesper wieder! So eine komischen Figur. Was? Ey! Oh, hey! Schön, dass du wieder wach bist. Na? Wie geht's dir? Wo sind die anderen, Dunva, Kalia, Bata? Keine Ahnung. Hier war es leer, als ich gekommen bin. Eigentlich komisch jetzt, wo du es ansprichst. Der ganze Tempel ist wie ausgestorben. Naja, vielleicht irgendeine Zeremonie oder sowas. Jetzt sag, wie geht's dir? Ich hab gehört, diese Prüfung ist ganz schön heftig. Manche wachen angeblich gar nicht mehr auf. Etwas benommen, aber ansonsten gut. Wo bin ich hier? Wo sind wir hier? Eigentlich gut, wo sind wir hier? Im Sonnentempel. Genauer gesagt im Kurarium. Man hat dich hierher gebracht, während du mit diesem Aixon unterwegs warst. Die anderen beiden sind schon vor ein paar Stunden wieder aufgewacht, aber ich wollte dich hier nicht alleine lassen. Schließlich bist du ja jetzt eine Hüterin des ersten Siegels. Ich vermute, ein Glückwunsch ist an dieser Stelle angebracht, oder? Woher zum Henker weißt du von Aixon? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Jeder weiß von Aixon. Und dass du diese Frage stellst, zeigt, wie wenig du tatsächlich verstanden hast. Bitte? Aixon ist aber keine Person. Das ist, glaube ich, meine Vergangenheit, die das... Also zumindest habe ich das so verstanden, dass Aixon meine...
Vergangenheit widerspiegeln sollen, die mich quasi in diesem Ort quasi festhält, weil ich sozusagen nicht loslassen kann. Ich sagte, dass du erbärmlich bist. Anfangs haben wir gedacht, dass es dieses Mal spannend werden könnte. Aber jetzt, wo wir den neuen Boten kennen, haben sich diese Hoffnungen zerstört. Du bist eine Lachnummer. Ein Niemand, der seinen einzigen Freund verrecken lässt. Aber das würdet ihr ja nie akzeptieren. Ihr Menschen, immer so verdammt beharrlich. Warum lasst ihr euch nicht einfach fallen? Das würde vieles erleichtern. Für uns alle. Denn machtlos seid ihr ohnehin, so wie all die vor euch auch. Und ihr, Prophetin, ihr seid der größte Witz von allen. Ihr seid nichts als ein Gossenkind. Ein Schwächling. Und ein Mörder. Was? Und deshalb werdet ihr brennen, allesamt. Die Läuterung wird geschehen und ihr könnt nichts dagegen tun. Ihr seid die, die hinter dem Zyklus stecken? Warum tut ihr das? Was haben wir euch getan? Ihr macht mir keine Angst. Getan? Ihr seid so naiv. Die Welt ist ein Wechselspiel aus Ursache und Wirkung. Und die einzig logische Konsequenz eurer Existenz ist die Vernichtung. So war es schon immer und so wird es immer sein. Aber genug des Geplänkels, Gossenkind. Wir wollten euch kennenlernen und das haben wir. Auch wenn das Ergebnis eher ernüchternd ist. Nun erwacht, stolpert weiter durch den Nebel. Okay, was für eine krasse Wendung. Alter Schwede, Leute, ey. Oh Gott, wir wachen wieder auf. Was wird das jetzt dieses Mal? Oh. Ist das dieses Mal wahr oder ist das jetzt auch wieder... Krass. Boah, was für eine geile Wendung, Leute, ey. Boah, ich bin richtig begeistert. Das war richtig cool. Ich spreche jetzt hier mit Absicht keinen an, weil ich will die Folge beenden. Und ja, in der nächsten Folge, mal sehen, vielleicht machen wir dann nochmal den anderen Weg mit den anderen Gesprächsoptionen. Kennt ihr ja schon von mir, muss ich mir mal überlegen, ob das passt. Und dann sage ich mal recht herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Also das war richtig fantastisch. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt hier weitergeht, ob das jetzt wirklich die Realität ist oder ob wir... hier wieder in irgendeiner Illusion sind und hab bis zum nächsten Mal auf jeden Fall eine schöne Zeit und dann sag ich mal ciao.